Ist jetzt schon das zweite Jahr, dass ich da bin. Ich spreche über On Your Data. Darf ich mich ganz kurz vorher vorstellen? Dadurch, dass das Ganze ein PowerPoint-Slide war und eigenartige Aufzählungszeichen hat, funktioniert das nicht, aber hört es einfach mir zu, das sage ich das meiste, was draufsteht. Mein Name ist Christoph Fabianek. Ich habe ein bisschen einen Hintergrund gehabt nach dem Studium, dass ich bei der A-Informatik gearbeitet habe, als Microsoft SharePoint Consultant. Ich war jung und brauchte das Geld, habe es aber nur zwei Jahre gemacht und bin dann zu Frequentis gegangen. Bin dort jetzt aktuell im Bereich Public Safety bzw. Corporate Research tätig. Als Produktmanager schon über 10 Jahre, habe technische Mathematik studiert, ein bisschen Wirtschaft studiert. Was mache ich privat so? Habe 3 kleine Kinder, die halten eigentlich am meisten auf Trab. Was allerdings das Gute daran ist, was mir auch sehr taugt an Österreich, ist, ich bin dadurch in Elternteilzeit, das heißt, ich gehe nur 2 Tage die Woche arbeiten und kann die restlichen 5 Tage an Sachen zum Beispiel wie On Your Data arbeiten. Und ich war letztes Jahr eben schon da, habe was erzählt, habe da sehr, sehr gute Diskussionen gehabt, sehr gutes Feedback. Daher auch an euch die Einladung, bitte, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, na, sehe ich überhaupt nicht so oder hey, das würde mich jetzt mehr interessieren, wie siehst du das? Bitte unterbrecht mich jederzeit. Ich habe leider die Angewohnheit, sehr, sehr schnell zu sprechen. Auch dann zur Sorge, ein bisschen langsamer. Wie gesagt, seid kritisch, stellt kritische Fragen und challenget mir ein bisschen. Eine Frage, wer hat denn letztes Jahr den Vortrag gehört? Ist jemand da, der das gehört hat? Ich habe nämlich, ich glaube, dich kenne ich zumindest, ich glaube, du hast das schon einmal gehört. Richtig, bei der österreichischen Computergesellschaft habe ich einmal gehört. Nämlich, eine Sache, die ich festgestellt habe, wenn ich über persönliche Datennutzung spreche, das ist so, wie man über die Datenschutzgrundverordnung spricht. Das ist irgendwie total fad und irgendwie da einen Einstieg zu finden, ist recht schwierig. Allerdings habe ich etwas gefunden, das das leichter macht, den Einstieg, und zwar die liebe Frau Merkel. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es wird jetzt 5 Jahre bald her, nächstes Monat, da hat sie einen sehr denkwürdigen Ausspruch getätigt. Sie hat gesagt, Internet ist Neuland. Alle haben furchtbar gelacht drüber und haben gesagt, die Politiker, all die Leute, keine Ahnung, wir sind die Jungen, wir wissen, wo es lang geht, Facebook, Twitter, soziale Medien, das ist genau die Sache. Trotzdem möchte ich euch einladen jetzt auf ein Gedankenexperiment, was ist, wenn die Frau Merkel recht gehabt hätte? Internet ist Neuland, wir leben im Mittelalter. Was würde das bedeuten? Was macht das Mittelalter aus? Wer waren die Mächtigen im Mittelalter? Das waren Papst und Kaiser. Die haben gesagt, was Sache ist, und das hat die Bauern gegeben, die meisten waren Bauern. Die haben im Prinzip mindestens einen Zehnt abgeliefert, beziehungsweise noch mehr, und haben quasi gratis gearbeitet, weil das waren halt die Mächtigen und das war halt so. Übertragen auf die Jetztzeit, Informationszeitalter, das ist irgendwo alles verrutscht, aber okay. Wer sind die heutigen Kaiser? Ist es vielleicht Google und ein Facebook, denen wir gratis etwas sehr, sehr Wertvolles geben? Nämlich, was ist das Wertvolle heutzutage? Das sind unsere Daten. Daten, das Erdöl des 21. Jahrhunderts, wie auch immer man es nennen möchte. Und das geben wir ihnen gratis. Wenn man es jetzt einfach anschaut, was passiert mit Facebook-Skandal, jeder regt sich darüber auf. Unsere Daten werden missbraucht, damit wir manipuliert werden, wen wir wählen. Also vielleicht ist das gar nicht so falsch, diese Idee mit Mittelalter, dass wir im Mittelalter leben. Wenn man jetzt so diesen Gedanken weiterführt, könnte man ja sagen, okay, was hat das Mittelalter abgelöst? Das war im Prinzip die Aufklärung. Das war ein Kant, der uns zugerufen hat, sapere aude, wenn es in einer Zeile stehen würde. Wage es, deine Vernunft zu gebrauchen. Was ist das übersetzt in unsere heutige Zeit? Wer ihn kennt, der Kevin Kelly, er sagt, quantify self. Sammeln wir unsere Daten, lernen wir von unseren Daten. Es hat letztes Jahr eine sehr, sehr interessante, wo wir gesagt haben, on your data, die werden da dazu kommen, was ein bisschen funktioniert, das ist ja gar nicht on your data, das ist copy your data. Nämlich, wenn wir dann darüber sprechen, wie funktioniert on your data, dass man seine Daten sammelt. Ich mag eigentlich die Leute dazu ermuntern, dass die Daten, die sie sowieso existieren von ihnen, einfach selbst auch speichern, selbst auch benutzen. Also dieses on ist zu verstehen in verwende deine Daten, nutze deine Daten selbst. Weniger jetzt, ich besitze sie. Ob das überhaupt in einem Informationszeitalter noch möglich ist, zu sagen, wer Daten besitzt, ist eigentlich, glaube ich, eine sehr schwierige Sache. Ich glaube, die Mächtigen sind die, die fähig sind, ihre Daten Daten überhaupt zu verarbeiten. Und das ist das, was wir bei On Your Data machen wollen. Wir wollen die Leute enablen, dass die Daten, die in ihrer Umgebung sind, die sie jeden Tag produzieren, selbst verwenden können. Also dieses On in diesem Sinne zu verwenden. Wieder zurück zu unserem Gedankenexperiment Aufklärung. Was hat uns die Aufklärung gebracht? Sie hat uns die Demokratie gebracht. Es war ein ziemlich holpriger Weg dorthin mit französischer Revolution und so weiter. Also ein paar Leute so am Weg, für die war es irgendwie nicht so gut. Aber im Endeffekt haben wir dann eine Demokratie gehabt und so etwas wie eine Gewaltentrennung.
es war nicht okay, dass jetzt ein Kaiser oder ein Papst die gesamte Macht gehabt hat, sondern man hat gesagt, okay, wir müssen das wirklich spalten in Legislative, Exekutive und Judikative. Und mein Vorschlag ist jetzt, wie können wir auch das Problem, das wir aktuell mit unserer Datenverarbeitung haben, lösen, dass wir genauso eine informationelle Gewaltentrennung machen. Ganz ein furchtbares Wort, ich gebe es zu, informationelle Gewaltentrennung, das kommt allerdings aus Deutschland, die uns auch ein bisschen die Datenschutzgrundverordnung sicher ganz stark mitgebracht haben. Die haben dort den Begriff der informationellen Selbstbestimmung. Was bedeutet das? Die haben in den 80er Jahren Volkszählung gemacht und da war dann ein interessantes Verfassungsgerichtsurteil, wo einer gesagt hat, ich möchte nicht mein Religionsbekenntnis bei der Bevölkerungszählung oder so angeben. Und da hat der Verfassungsgericht in Deutschland gesagt, ja, es gibt eine informationelle Selbstbestimmung, Daten, die mir gehören, über die kann ich bestimmen, was damit gemacht werden. Und da gibt es bestimmte Daten, die sind ein bisschen wichtiger, das sind Gesundheitsdaten, religiöses Bekenntnis, sexuelle Ausrichtung und so weiter. Da muss man ganz besonders drauf schauen. Und das, was damals in den 80er Jahren in Deutschland passiert ist mit dieser informationellen Selbstbestimmung, hat jetzt eigentlich Einfluss gefunden in der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist eigentlich auch, was wir bei On Your Data machen wollen, diese informationelle Gewaltentrennung, dass ich mir bewusst sein muss, welche Daten gibt es, wem gehören die und was mache ich damit. Und das, was wir sagen, was eine ganz große Gefahr ist, finde ich heute im Internet, dass all diese großen Internetkonzerne, Facebook, Google, Microsoft, versuchen, alles in einem zu vereinen. Das heißt, sie haben unsere Daten, sie wissen, wer wir sind und sie wissen, was sie damit machen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich einfach irgendwo einen Cloud-Speicher habe, sondern ich kriege immer auch gleich die Applikationen damit, dass sie verarbeitet werden. Und sie wissen sehr, sehr viel um mich herum. Und dadurch, dass das Ganze zusammengemanscht wird, haben sie eine extreme Macht. Und wir von On Your Data sagen, bitte trennen wir das komplett. Ich speichere irgendwo meine Daten, am besten verschlüsselt, in einer Blockchain gespeichert und was da dafür was, die aber jetzt einmal von vornherein nicht verbunden sind, wem sie gehören und ich weiß vor allem auch nicht, was ich damit mache. Und wenn ich das dann aber an unterschiedlichen Orten ausführe, kann ich im Prinzip diese informationelle Gewaltentrennung wirklich leben und kann im Prinzip das Recht meiner Privatsphäre schützen. Das war die Idee dahinter, mit dem haben wir 2015 angefangen. Wieder falscher Computer. Und wir haben das gegründet, was sich On Your Data nennt, hatten das große Glück, von der NetID gefördert zu werden 2015. Habe jetzt extra ein Mail bekommen, wir sollen das Logo von der NetID hindern, das habe ich hiermit erfüllt. Und was wir gemacht haben ist, wir haben einen sogenannten Datentresor gebaut. Ist nichts anderes, also ein bisschen technisch kann man glaube ich werden in der Runde, ist nur Postgres-Datenbank, in dem wir unterschiedlichste Daten speichern. Und zusätzlich haben wir sogenannte Apps gebaut, mit denen ich diese Daten dann auswerten kann. Das Besondere ist, ich kann jetzt zum Beispiel diesen Datentresor irgendwo online betreiben und meine Apps aber lokal laufen lassen. Das kann am Laptop sein, das kann aber auch genauso jetzt, man sieht es dort oben, diese Nextcloud-Box, ich habe sogar eine mit, für die, die es nicht kennen. Das ist ein Raspberry 3 da drinnen mit einer 1 Terabyte Festplatte. Also ich könnte, wenn ich möchte, auch meine Daten darauf speichern. 1 Terabyte sollte jetzt einmal am Anfang genug sein. Und ich habe dann diese kleinen Programme, die meine Daten auswerten. Das haben wir gebaut, haben die erste NetID-Förderung damit abgearbeitet bis Ende 2016. Wir haben 57 Benutzer damit erreichen können, also durchaus ein bescheidener Erfolg. Und das ist das, was ich eigentlich letztes Jahr erzählt habe, das war jetzt so ein bisschen der Einstieg. Und das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist, was habe ich seit letztem Jahr gelernt daraus? Also wir haben das große Glück gehabt, wir haben sogar noch die zweite Nette die Förderung gekriegt. Und ein bisschen die Geschichte ist jetzt, was waren die hauptsächlichen Erkenntnisse? Das erste ist Security. Nachdem wir im Security-Track sind, hat man gedacht, muss ich gerade über das ein paar Sachen sagen. Ursprünglich war das einfach eine Postgres-Datenbank, die verschlüsselt war. Trotzdem wir, die wir den Online-Datentresor betrieben haben, haben jederzeit einloggen, hätten uns einloggen können und hätten uns die Daten anschauen können. Ist nicht gut, hat sich jetzt verbessert. Seit letztem Jahr werde ich ein bisschen was drüber sagen. Ebenfalls haben wir festgestellt, es ist sehr nett, wenn man über Datenprodukte spricht. Es ist super, zum Beispiel so jetzt bei einer Präsentation das herzuzeigen. Tatsächlich interessiert es überhaupt niemanden. Es ist nichts Vater für einen Mensch, dass irgendwie da mit irgendwelchen Slider, Input-Controls was einzutippen und dann seine Daten gefiltert oder was anzuschauen. War sehr wichtige Erfahrung, da will ich ein bisschen was drüber sagen. Also, wie gehe ich mit Daten um? Und das Dritte ist dann, dadurch, dass wir diese nette die Folgeförderung gekriegt haben, dass die gesagt haben, okay, ihr habt jetzt was gebaut, wenn man eine Folgeförderung gekriegt ist, wie kann man das Ganze jetzt kommerziell einsetzen?
Wir glauben definitiv an den Open-Source-Gedanken. Alles, was wir da machen, ist unter der MIT-License verfügbar, ist alles auf GitHub. Trotzdem, das ist auch das Feedback, was wir von unseren Benutzern gekriegt haben, eigentlich fange ich erst an, meine Daten zu sammeln und etwas zu machen, wenn ich einen Nutzen davon habe. Nur, dass ich jetzt da eine schöne Tortengrafik sehe, dass ich jetzt irgendwo eine Landkarte habe, wo Pins drauf sind, ist nett, aber um ehrlich zu sein, das tue ich mir nicht an. Ich mache es, wenn ich einen persönlichen Nutzen davon habe und der größte persönliche Nutzen, den es gibt, ist, dass ich Geld damit verdiene. Das heißt, wir haben uns auch darüber überlegt, wie kann man denn eigentlich mit persönlichen Daten Geld verdienen? Zwischenfragen gern jederzeit. Einfach sprechen, Hand heben, wie es wollt. So, da haben wir jetzt ganz furchtbare Bilder, die jetzt zerstört sind. Ich sage einfach dazu, was es ist. Vier Sachen, die wir im letzten Jahr über Security verbessert haben. Folgende Herausforderung ist, ich habe jetzt irgendwelche persönlichen Daten und ich möchte die speichern. Das erste natürlich, wo man jetzt wahrscheinlich technisch sofort sagen kann, ist eh klar. Hier, das ist eine Datenbank, das ist ein API-Layer davor. Im Prinzip ist das Open Authentication 2.0. Und ich habe jetzt irgendwelche Datenquellen. Hier würde man ein Verschlüsselungssymbol sehen, so wie es jetzt aktuell in der neuen Implementierung funktioniert. Ich habe irgendwo eine Datenquelle, das kann jetzt mein Handy sein, das kann jetzt ein Plugin im Browser sein oder sonst etwas, das einfach Daten, die ich täglich generiere, aufnimmt. Ich habe jetzt eine Private-Public-Key-Verschlüsselung, das heißt, es verschlüsselt diese Daten lokal im Sensor mit meinem Public-Key, schreibt sie in die Datenbank rein und wenn ich dann im Web darauf zugreife, muss ich im Prinzip meinen Private-Key eingeben, aber auf meinem Client, der entschlüsselt das Ganze wieder. Ist eigentlich relativ straightforward. Das Problem, das ich jetzt dabei habe, wir wollen jetzt da nicht nur bei E-Mails, dass ich sage, okay, ich verschlüssel sie lokal im Browser, schicke sie irgendwo anders hin und der andere schaut es im Browser an. Ich möchte Daten verarbeiten. Und ich mag dann jetzt nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas, zum Beispiel jetzt eine Grafik produziere, wenn ich jetzt irgendeine Auswertung mache, in den Browser gehen, sondern ich mag das Ganze auch irgendwo von Service, zum Beispiel hier auf dieser Nextcloud-Box laufen haben. Das heißt, wie mache ich das jetzt, dass die Daten zwar irgendwo in der Cloud verschlüsselt sind, diese Cloudbox aber die Daten, wenn sie sie verarbeitet, zuerst natürlich entschlüsseln muss. Das heißt, nächster Schritt ist, wenn ich jetzt da irgendwie einen Algorithmus habe, der mir jetzt eine Visualisierung macht, der jetzt irgendeine Analyse macht, habe ich hier verschlüsselte Daten, gibt es jetzt da an einen Worker-Prozess weiter und in dem rennt dann von irgendjemand eine Datenauswertung. Erstes Problem ist, woher weiß ich, dass das jetzt ein bösartiger Code ist? Also wir setzen ganz stark auf Docker. Alles diese Services sind einzelne Docker-Container und ich habe jetzt irgendwie eine Auswertung. Jetzt könnte ich natürlich einen bösen Angreifer haben, der sagt, ja, ich mache da eine schöne Datenauswertung, liegt aber meine ganzen Daten, die er jetzt auswertet, an den Entwickler zurück. Das heißt, wir haben eine Sandbox geschaffen, die jetzt also sagt, okay, wenn ich die ausführe, darfst du nur mit diesem Datentresor sprechen, aber sonst kommst du nirgends hin. Das heißt, er darf nur auf bestimmte Daten zugreifen, lesend und schreiben und sonst darf er nichts machen. Du hast natürlich auch wieder das Problem, wenn er jetzt irgendwelche öffentlichen Daten braucht, dass er zugreift. Zum Beispiel, das könnte jetzt da auch eine Datenquelle sein, die haben wir gebaut, dass ich mein Online-Konto auslese. Wenn man Easybank oder ein Dreiker-Konto hat, haben wir einen kleinen Service, das lest man einfach täglich meine Kontobuchungen aus. Das heißt, so ein Service bietet jetzt da an in der Sandbox, ich mache jetzt nur genau die IP-Adresse auf zu meinem Online-Datentresor und ich lasse genau diesen einen Zugriff auf die Easybank zu. Kann ich konfigurieren und das stellt mir irgendwie sicher, dass der jetzt aber nicht zum Beispiel meine Daten an irgendeine andere Adresse weiterschickt. Anderer Rechner. Gut. Die Sache ist jetzt, ich habe jetzt da meine Kontodaten und die werden jetzt einmal jeden Tag eingelesen. Während jetzt dieses Service läuft, das jetzt meine Kontodaten ausliest, könnte ich mich jetzt, wenn ich jetzt ein böser Angreifer bin und das rennt so einmal auf der Infrastruktur von Onya Data einloggen und genau in dem Moment mir anschauen, was sind die Zugangsdaten von dieser Person, die jetzt sagen wir, sich auf die Easybank verbindet. In der Zeit, wo dieser Container instanziert wird, sind diese Informationen da. Das haben wir jetzt so gelöst, dass ich zwar einen Online-Datentresor habe, dass ich jetzt aber diesen Worker von einer vertrauenswürdigen Hardware laufen lassen kann. Was bedeutet das? Ich habe die Vorteile von einem Online-Datentresor, das heißt, der ist in der Cloud erreichbar, ist alles verschlüsselt. Wenn jetzt aber was gemacht wird, verbindet sich das Ganze über eine Message Queue zu dem Worker, der bei mir daheim läuft. Da weiß ich, da greift keiner drauf zu. Die Verarbeitung findet hier statt und dann das Ergebnis schicke ich dann wieder verschlüsselt zurück an die Datenbank, die online verfügbar ist. Das heißt, wir haben jetzt gesagt,
Speicherung kann online sein, weil das angenehm ist. Verarbeitung passiert lokal bei mir, sei es auf einem Laptop oder sei es jetzt auf so einem Device. Macht das irgendwie Sinn? Und natürlich, jetzt kann natürlich auch wieder, wenn das Schadcode ist, dass der jetzt nicht von diesem Device aus die Daten irgendwo anders hinschickt, ist es natürlich da auch in der Sandbox. Das heißt, dass er wirklich nur wieder mit dem Datentresor bzw. maximal mit der Easybank sprechen kann. Gut, was ist der nächste Angriffsvektor? Das ist jetzt das vierte. Jetzt kann ich natürlich selbst auch bösartig sein und sagen, ich gebe vor, dass ich irgendwelche Daten ändere. Wir werden dann dazu kommen, was kann man mit Daten machen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ich zu einer Versicherung gehe und sage, schaut her, ich bin ein besonders vorsichtiger Fahrer. Ich habe das dokumentiert, ich habe jetzt speichere meine Daten von meinem Auto, dass ich halt immer unter 130 fahre, dass ich nie stark bremse und so weiter. Und da wäre es jetzt natürlich denkbar, dass ich diese Daten fake. Dass ich sage, okay, es gibt jetzt ein Angebot von einer Firma, ich glaube, die Allianz bietet das inzwischen an, wenn ich ein Fitbit habe, er schreibt irgendwie mit, wie viele Schritte ich mache. Könnte ich jetzt natürlich faken und sagen, ja, schaut her, ich bin ein On-Your-Data-User, seit 5 Jahren zeichne ich auf, wie viel ich gehe und ich fake diese Daten einfach. Was ist eine Gegenmaßnahme dagegen? Ich könnte im Prinzip, also das machen wir schon, wir speichern diese Daten in dem Moment, wo sie erstellt werden, einen Hashwert davon in die Blockchain. Das heißt, zumindest habe ich jetzt einen verbindlichen Zeitstempel, wann die Daten erzeugt wurden. Also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen, erzeuge jetzt irgendwie mit einem kleinen Skript Datenhistory von den letzten 5 Jahren, speichere das dann rein, gehe zu einer Firma und sage, schaut her, das sind meine Daten. Das kann ich dann zumindest mit der Blockchain feststellen, dass ich sage, okay, das ist alles innerhalb von einer halben Stunde erzeugt worden. Dadurch, dass man das speichern, kann ich wirklich die Zeitlichkeit auch nachweisen. Das heißt, auch wenn ich selbst manipulieren wollte, kann man dem entgegenwirken. Kurze Zwischenfrage, ja. Kann ich die Blockchain selbst auch neu erzeugen mit dem richtigen Stempel? Wir speichern in Ethereum. Also die Ethereum-Blockchain nehmen wir jetzt einmal an. Achso, die ist dann publik? Das ist Public Ledger natürlich. Ganz konkret funktioniert, wir lassen einfach einen Job laufen, wir machen es nicht jetzt genau, wann es erzeugt wird, sondern wir erzeugen einen Hashwert von einem Datensatz, der erzeugt wird, mergen den für einen ganzen Tag zusammen in einen Merkle-Tree und den Root-Merkle-Hash, den speichern wir dann in die Blockchain. Und damit kann ich jetzt einfach, das ist ja jetzt auch nicht so teuer, ich glaube aktuell sind wir bei 5 Cent oder was eine Transaktion kostet, und das schreiben wir einfach täglich rein. Und warum nimmt man da unbedingt die Ethereum-Blockchain? Wir haben es zuerst probiert mit der Jota, war für uns zu instabil und dann bei der Ethereum hat es gut funktioniert, waren im Moment die mit einer relativ günstigen Transaktionsgebühr, bin gern bereit auch über andere, also für andere Dinge auch zu probieren. Aber ich meine so, das ist ja wirklich mit Kanonen auf Spatzen. Ja, auf der anderen Seite, welche andere möglich einfach die Blockchain für dich gelungen? Ja, ganz ehrlich, ich habe es jetzt das, was ich selber programmiert habe, sondern da habe ich einen Entwickler, der in Linz sitzt, der ist ein begeisterter Ethereum-Nutzer und der hat gesagt, da baut man das jetzt einmal dafür und das verwenden wir. Okay. Also das war, um ehrlich zu sein, der Hintergrund. Die Idee ist es, und da freue ich mich, dass die Frau Lutz auch da ist. Die Stadt Wien macht es ja, das finde ich sehr gut, dass ihr das in unterschiedlichen Blockchains reinspeichert. Wollen wir vielleicht auch irgendwann einmal hinkommen. Allerdings auch das Fördergeld von der NetID ist begrenzt. Das haben wir halt jetzt einmal gebaut, dass wir die Ethereum-Blockchain abbilden. Wir haben jetzt auch die ganzen Geschichten mit Merkle-Tree und so weiter implementiert. Es sollte jetzt relativ einfach sein, dass wir weitere Blockchains hinzufügen. Schauen wir mal, wann Interesse besteht, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Kurze Zusammenfassung. Wie sehen wir bei On Your Data Security? Ist jetzt einmal einfach unser Approach. Erstens einmal, wir haben komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wir schauen mit Sandboxen, dass wir auch untrusted Code laufen lassen können. Wir legen zwar so alles, was von On Your Data stammt, ist offengelegt. Wenn jetzt aber jemand anderen hat, der sagt, er möchte was anbieten, kann er das machen. Und ich kann durch diese Sandbox auch sicher sein, dass da nichts Bösartiges passiert. Wir haben diese Remote Execution. Das heißt, wenn ich dieser Hardware nicht vertraue, auf der es läuft, kann ich einfach meine eigene Hardware verwenden und das so sicherstellen. Und wir speichern die Sachen in die Blockchain. Sind wir Security-Experten herinnen? Feedback dazu? Falls nicht, sonst auch gern jederzeit, entweder jetzt nur während dem Vortrag oder danach. Nächsten Punkt, über den ich gern sprechen würde, ist, welche Erwartungshaltung haben Benutzer beim Sammeln und Auswerten von Daten? Unser erster relativ blauäugiger Herangehensweise war, wo wir gesagt haben, okay, wir machen eine Datenbank und dann bauen wir irgendwelche schönen Datenprodukte. Kennt man jetzt aus den ganzen Online-Kurse, man verwendet Shiny, man verwendet Python oder sonst irgendwelche Tools und baut irgendwelche hübschen Auswertungen.
ist für eine kleine Gruppe von Nerds, weil wir schon zuerst über Nerds gesprochen haben, vielleicht irgendwie nett. In dem Moment, wo ich eine größere Gruppe von Benutzern ansprechen will, für die ist das viel zu kompliziert. Was waren unsere Erfahrungen damit? Ja, Datenprodukte sind definitiv zu kompliziert. Die Leute wollen sich eigentlich auch gar nicht so mit dem Thema Daten beschäftigen. Wir haben sehr viele Interviews gemacht. Was wir festgestellt haben, ist, manchmal durch öffentliche Berichterstattung, wenn ich mit irgendjemandem geredet habe, kriege ich plötzlich das Gefühl und denke mir, ja, ich habe Daten, ich glaube, ich sollte irgendetwas damit tun. Dann bin ich bereit, 3 Minuten, 5 Minuten einmal zu investieren in dieses Thema und dann würde ich es eigentlich wieder vergessen. Das ist das, was wir zumindest von unseren Benutzern festgestellt haben. Und deswegen haben wir jetzt, wie wir das Ganze in der zweiten Netity-Förderung jetzt gerade nochmal neu implementiert haben, wirklich als Mantra ausgegeben, egal was ich mit On Your Data mache auf der Webseite oder wenn ich es selbst installiere, es muss innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen werden können. Und es sollen auch nicht irgendwelche zusammenhängenden Handlungen sein, sondern ich habe irgendeinen Task und der muss in 3 Minuten fertig sein. Und idealerweise, beziehungsweise bis jetzt haben wir es auch durchgezogen, das muss alles am Handy funktionieren. Es setzt sich keiner am Abend zum Computer hin und verbringt jetzt eine Viertelstunde damit, dass er irgendwas installiert, dass er sonst was macht. Unser Mantra ist, 3 Minuten fertig und es muss am Handy funktionieren. Und dann, das war auch sehr interessant, bei den Interviews, wo wir gesagt haben, okay, schaut her, diese Daten gibt es in eurem Leben, da haben wir so hübsche Grafiken gemacht, was hättest du denn gern mit den Daten? Im besten Fall haben die Leute irgendwelche Sachen gesagt, aber meistens haben sie gesagt, keine Ahnung, sag mal du, was ich damit machen soll. Du sagst, ich soll On Your Data verwenden. Und da haben wir das große Glück, wir haben jetzt einen Kreativwirtschaftscheck von Austria Wirtschaftsservice bekommen und haben so eine User Experience Analyse gemacht. Und das Interessante, was da rausgekommen ist, war, oder eigentlich ist eh klar, aber trotzdem für uns war es interessant, die Leute wollen überrascht werden. Warum gehen die Leute immer auf Facebook, auf Twitter? Die scrollen durch und immer wieder, jedes 10., jedes 20. Mal ist eine Überraschung, wo die Leute sagen, ah, ist aber spannend, dass ich das gesehen habe. Der ist jetzt mit der zusammen, der ist jetzt gerade dort auf Urlaub oder hat ich weiß nicht was gemacht. Und genau das gleiche Erwartungshaltung ist es bei Benutzern. Wenn sie jetzt irgendwelche Daten sehen, sie sagen, ja, da ist irgendwie das Abstrakte, finde irgendwelche Zusammenhänge in diese Daten raus, biete mir irgendeine hübsche Visualisierung, dann werde ich ab und zu reinschauen. Aber ich kann da nicht sagen, was das ist. Was eine relative Herausforderung ist, für eine User Experience zu designen. Aber das ist zumindest das, was die Leute wollen. Was haben wir daraus gemacht? Wer es kennt, MyData, große, inzwischen globale Bewegung, hat ihren Ausgang genommen aus Skandinavien. Die haben irgendwie so, glaube ich, in 11 Bereiche eingeteilt, ihre Daten. Wir haben es jetzt auf 7 Bereiche zusammenkondensiert. Wir haben gesagt, die Bereiche im Leben, die wir irgendwie auch mit ein bisschen abgecheckt haben mit Interviews, ist, Leute interessieren sich für Gesundheit, sie interessieren sich für ihre Finanzen, Soziales, ein bisschen die ganze Interaktionsgeschichten, Online-Informationen, großes Thema, Mobilität und Zeit. Das ist das, wo die Leute irgendwie draufschauen und sagen, da könnten sie irgendwas machen mit Daten. Und dann haben wir in allen diesen Bereichen Fragen formuliert, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht Datenprodukte, wo nicht so selbst interaktiv arbeitest, sondern wir sagen, das ist eine konkrete Frage und wir beantworten dir diese Frage. So eine konkrete Frage kann sein, welche Nachrichten, die ich gelesen habe, stellen sich später als Fake News heraus. Fake News, riesengroßes Thema. Wenn ich jetzt ein Browser-Plugin habe, das mitschreibt, welche Newsseiten habe ich gelesen, sagen uns die Leute zumindest in Interviews, wenn du mir sagst in 3 Wochen, hey, das habe ich gelesen, das hat sich als Fake News herausgestellt, ist das eine Information, die für mich relevant ist. Andere Geschichte ist, wie entwickeln sich Umwelteinflüsse, Gesundheitsthema, ganz ein großes Thema für viele Leute und die wollen Informationen darüber, habe ich jetzt gerade in meiner Gegend einen hohen Ozonwert, habe ich hohe Feinstaubbelastung, gibt es sonst irgendwelche Daten, da sind wir gerade in Kooperation mit der ZAMK über die Sentinel-Satelliten, diese Daten auch wirklich verfügbar zu machen, an dem Ort, wo ich bin, wo ich vielleicht arbeite und dann sehe, wie hat sich das entwickelt. Ein anderes Beispiel ist das Allergietagebuch. Da gibt es den Pollenwarndienst. Da sagt man an meiner Postleitzahl, wie ist da gerade die Belastung. Und wir haben ebenfalls so eine kleine Tagebuch-App, wo ich dann meine Stimmung oder mein Befinden aufzeichnen kann. Und der korreliert das Ganze dann miteinander. Und sagt dann, naja, bist du, also meine Frau, für die habe ich das ursprünglich geschrieben, die weiß, sie ist allergisch gegen Gräserpollen, hat dadurch aber festgestellt, immer wenn eine hohe Schimmelbelastung ist, irgendwie Schimmelsporen in der Luft, geht es ihr ebenfalls schlecht. Das heißt, die hat irgendwie zusätzlich diese beiden Allergien. Gut, wie präsentiere ich jetzt diese Ergebnisse? Das eine ist, das ist alles ziemlich zerstört,
wie ich gesagt habe, ich möchte maximal 3 Minuten Zeit von den Benutzern von Onya Data auf einmal okkupieren. Und was wir jetzt machen, ist, wir schicken alle 2 Wochen einen PDF-Report aus, wo all diese Daten, die da jetzt gesammelt wurden über die letzten 2 Wochen, in einem PDF-Report zusammengesetzt werden und visualisiert werden. Wenn ich mir das jetzt gerade interessiert und ich will mir die 3 Minuten Zeit nehmen, schauen wir den an, ansonsten schmeiße ich ihn einfach weg. Aber im Prinzip relativ niederschwellig bieten wir diese Informationen an. Ich kann es jetzt anschauen in dem PDF oder ich archiviere es und kann es dann, in 2 Jahren vielleicht anschauen, wenn ich plötzlich eine Frage habe und denke mir, was war denn dort? Habe ich das immer noch als PDF zur Verfügung? Oder ich kann mir jetzt diese Sachen auch in einer interaktiven App anschauen, das ist jetzt nicht mehr Datenprodukt, sondern so vereinfacht wie möglich, wo ich dann halt zum Beispiel sehe, das soll eine Karte sein und da sehe ich, wir wohnen in Vöslau und da arbeite ich in Wien. Kann ich draufklicken, sehe ich, okay, wann war ich? Habe da irgendwie jetzt eine Einschränkung über einen Slider? Welchen Zeitraum möchte ich mir anschauen? Aber sehr, sehr einfach im Prinzip gestaltet. Für den Entwickler dahinter, was haben wir gemacht? Wer kennt ARM? Also Markdown kennen Sie wahrscheinlich, dann gibt es ARM Markdown. Das heißt, ich schreibe mir das zusammen aus einem ARM Markdown Report, als eigenes kleines Plugin. Das kann ich dann entweder aus PDF rausrendern oder ich kann mir es da jetzt direkt am Handy anschauen. Also das heißt, wenn jemand dann Erweiterungen für Onya Data machen möchte, ist das sehr, sehr einfach. Einfach, oder ich hoffe, wir bieten irgendwann dann auch bald diese Jupyter Notebooks von Python an. Ich sage einfach, das ist mein Datentresor, das sind die Daten da drinnen, dem gebe ich die entsprechenden Berechtigungen und dann kriege ich das einfach alle 2 Wochen als PDF zugeschickt. Zusammenfassung, was die Datennutzung, was wir massiv geändert haben seit der ersten Version, einmal einrichten, dann rennt es einfach und ich kann es vergessen und ich weiß einfach im Hintergrund, meine Daten werden gesammelt, die sind verschlüsselt, die sind abgesichert in der Blockchain. Wenn ich ein bisschen Interesse habe, kriege ich wöchentlich oder 2-wöchentliche Reports via E-Mail, da würde ich so ein bisschen daran erinnern, schau her, da passiert etwas, könnte interessant sein. Wenn ich dann wirklich genau reinschauen will, habe ich so eine simple interaktive Visualisierung. Aber nicht mehr diese großen, mächtigen Datenprodukte, die wir zuerst gebaut haben, wo ich unbedingt irgendwie eine große Auflösung gebraucht habe und ich weiß nicht, wie viele Einstellungen gehabt habe. Es verwendet, um ehrlich zu sein, keiner und sie sind auch zu kompliziert. Spricht es irgendjemanden an, sozusagen, ja, da kriege ich alle 1-2 Wochen einmal E-Mail, beziehungsweise wenn es mich interessiert, schaue ich mir das am Handy an. Eine Stimme, okay. Hätte bitte? Es gibt, okay, ja. Also das eine ist, diese Reports kann man auch abstellen und sonst habe ich, wir nennen das Questions and Answers oder Fragen und Antworten und da habe ich einfach genau die Fragen, die mich interessieren, die ich aktiviert habe, dort kann ich dann interaktiv am Handy anschauen, wie es ausschaut. Und zwar genau zu der Zeit, wenn ich Lust habe, wenn ich gerade in der U-Bahn sitze und sage, ja, jetzt habe ich noch 3 Minuten Zeit, ich klicke einmal drauf und genau so sehe ich die dann. Die Frage ist, will man das immer wissen? Definitiv. Also ich habe auch schon viele gehabt, also ein Gespräch, das sehr interessant hat, der hat gesagt, ich weiß eh, dass ich mein ganzes Geld ausgebe, ich mag jetzt da nicht nur irgendjemanden haben, der mich jetzt mit der Nase draufstößt. Definitiv. Also bitte sammelt nur die Daten, wo ihr auch glaubt, da könnt ihr irgendwie einen Wert für euch herausgenerieren. Aber zum Beispiel, was ich sehr, sehr cool finde, ist von den Sentinel-Satelliten diese Wärmebildkameras. Also wir haben ein Haus in Vöslau, das einfach anzuschauen, wie hoch ist die Wärmeabstrahlung übers Jahr hinweg, das finde ich interessant. Und das irgendwie da drinnen zu sehen, ist irgendwie eine nette Sache. Also da muss man sich natürlich jetzt auch bewusst sein, diese 7 Bereiche, die ich gezeigt habe, was interessiert mich denn? Aus dem Bereich Gesundheit, Finanzen. Gesundheit kann ich sagen, würde mich eigentlich schon interessieren, wird jetzt mein Gewicht entwickelt, wenn ich jetzt irgendwie so Geburtstag gehabt und habe mir so diese WLAN-fähige Waage gekauft oder was, aber weil ich es cool finde. Und einfach jetzt jeden Tag mitzuschreiben, wie entwickelt sich das Gewicht und mit was hängt das zusammen, wie viel Sport mache ich, wo sitze ich jetzt gerade wieder viel zu lange am Computer und tue nichts, ist schon eine interessante Korrelation. Aber natürlich, wenn ich sage, erst geht mir nicht wieder auf die Nerven, ich weiß eh, dass ich weniger essen sollte oder dass ich mehr Bewegung machen brauche, nicht, einfach nicht aktivieren. Aber manche Bereiche sind vielleicht interessant. Also gerade für mich das Zeitthema mit den 3 kleinen Kindern, wie viel sitze ich vor dem Computer und wie viel verbringe ich eigentlich wirklich im Garten draußen, ist für mich schon ein Level, wo ich sage, was mir auch meine Frau irgendwie hinter mir stellt und sagt, erst sitzt nicht so viel dort, wo ich das ein bisschen kontrollieren kann. Und das ist das, was mir taugt. Hast du für die WLAN-fähige Walkshow-Schnittstelle? Ja, diese V-Things, ja. Vorhin hat der Nachbar eine WLAN-fähige Walk. Ich hoffe nicht, dass, bis jetzt glaube ich, sind es wirklich nur die Daten von mir und meiner Frau. Ist ein anderes Thema, ich weiß, wir sind im Security-Track, aber lassen wir das einmal.
Wir sind ja Nutzer, die Daten, weniger jetzt. Also, ja, wir sichern sie ab, aber. Ja, aber ich meine, das Kernproblem hat sich so gesehen immer noch nicht verändert. Man kopiert seine Daten von irgendwo her, aber der hat es halt immer noch. Definitiv, das ist ja genau der Punkt, der soll es ja nicht haben. Aber da möchte ich mich ganz klar bei On Your Data abgrenzen. Dieses Problem adressieren wir nicht. Wir sagen nur, Daten, die bereits da sind, möchte ich den Nutzern von On Your Data ermöglichen, dass sie selbst damit umgehen. Weil die Firmen, WeThings, Facebook und Google, die haben die Daten und die machen was draus. Und ich finde, wir müssen jetzt die Leute empowern, dass sie ebenfalls was machen können. Wenn auf diesem Weg die Leute draufkommen, dass es eigentlich nicht so gescheit ist, eine Gmail-Adresse zu haben, beziehungsweise einen Facebook-Account, freue ich mich darüber. Aber ich möchte nicht der sein, der mit erhobenem Finger dasteht und sagt, bitte verwende Gmail nicht, verwende Facebook nicht. Ich sage nur, mach dir eine Kopie davon, profitiere auch von den Daten. Und ich finde, das ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, du sollst nicht, sondern schau, du kannst. Und vielleicht kommen wir dann drauf, dass vielleicht Posteo oder sonst ein cooleres E-Mail-Service hat, wo das ein bisschen sicherer wäre und das jetzt nicht mitliest. Ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das dritte Highlight vom letzten Jahr, über das ich sprechen möchte, ist Kommerzialisierung von Daten. Das ist jetzt vielleicht eine böse Sache, was manche denken, allerdings es war die einzige Chance, wo wir die zweite NetID-Förderung gekriegt haben, wo wir darüber nachgedacht haben, was müssen wir machen, dass Leute, also wie Leute, was müssen wir machen, dass Leute mit ihren Daten Geld verdienen können, wenn sie das wollen. Wenn sie es nicht wollen, natürlich, das ist abgesichert, in dem Datentresor passiert nichts, aber wir wollen zumindest die Möglichkeit geben. Und wir haben noch 10 Minuten Zeit, ich beeil mich. Gut, vor einem Jahr bin ich da gestanden und habe gesagt, okay, die Lösung, die wir glauben bei On Your Data, um das zu ermöglichen, ist, dass ich Firmen die Chance gebe, dass sie einen Algorithmus bauen in einen Docker-Container. Diesen Docker-Container hole ich mir dann rein in meinen Datentresor. Der hat dann Zugriff auf alle Daten in dieser Sandbox. Also er kann jetzt das Daten nicht irgendwie wegschicken, aber er kann jetzt in den Datentresor irgendwas machen und macht mir dann ein Angebot. Ich meine, das habe ich glaube ich jetzt am nächsten Slide. Wie schaut das Ganze aus? Also, Firmen bieten Blackbox-Algorithmen. Das ist jetzt sozusagen die Versicherung, die sagt, ich gebe dir eine besonders gute Police, wenn du mir beweisen kannst, dass du verantwortungsvoller Fahrer bist. Jetzt habe ich alle meine Fahrzeugdaten im Datentresor. Sage jetzt, das würde mich interessieren. Die Firma sagt, sie hat das. Jetzt hole ich mir diesen einen Container in meinen Datentresor. Der hat dann irgendeinen Algorithmus von der Unica drinnen, der verwurscht meine Daten und sagt, ja, du bist wirklich ein verantwortungsvoller Fahrer. Weißt du was? Ich gebe dir jetzt ein PDF. Wenn du mir dieses PDF schickst, steht da drauf, du bist verantwortungsvoller Fahrer und du kriegst jetzt die Police um 20% günstiger. Du zahlst nicht 800 Euro, sondern du zahlst nur 600 Euro. Ich entscheide mich, ich schaue mir das Ganze an, das ist alles nur in meinem Datentresor. Da hat jetzt die Unica nichts davon gesehen. Entscheide mich jetzt, ob das interessant ist. Wenn es mich interessiert, sage ich, okay, liebe Unica, das ist ein PDF, da steht vielleicht nur irgendein Hashwert oder was drauf, aber definitiv nicht die Daten. Ich darf dieses besondere Angebot in Anspruch nehmen. Habe ich mir so vorgestellt, dass das funktionieren kann, hat nicht funktioniert. Hat ganz schrecklich eigentlich funktioniert. Was ist passiert? Es hat keiner verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade verstanden habt, was ich erklärt habe, aber mit den Leuten, denen ich gesprochen habe, gesagt, wie soll das funktionieren, was sind Container, was sind die Entscheidungen, die ich da mache, also habe ich irgendwie nicht sonderlich gut kommuniziert anscheinend. Dann bin ich aber zu Firmen gegangen, weiß nicht, ob ich zu einer großen Versicherung und zu einem Straßenanbieter in Österreich, darf ich nicht sagen, welcher. Okay. Und wir haben gesagt, ich habe es einfach persönlich kennt, die Leute haben gesagt, heißt, bis Deppert glaubst, wir geben unsere Algorithmen her in einen Container und verstreuen die irgendwie weit übers Land. Also gerade die Versicherungen haben gesagt, das ist genau unser Asset. Also wir haben unsere Vertragsbedingungen, die 10 Seiten dick sind. Erstens einmal wollen wir die jetzt nicht kodieren in einen Algorithmus und den dann verteilen, weil in dem Moment natürlich, wenn das in einem Docker-Container ist, kann sich jeder anschauen, was da drinnen steht, insbesondere die Konkurrenz. Also die Firmen geben das definitiv nicht her. Mit Benutzern, denen ich geredet habe, die haben gesagt, ich vertraue dem nicht, ich meine, bist ein netter Kerl, aber ich kann mir das zwar jetzt auf GitHub anschauen, aber ob das wirklich funktioniert, ob meine Daten da jetzt nicht abfließen, also traue dem Ganzen eigentlich nicht. Und das Wichtigste wahrscheinlich war, ich habe sowohl zu wenig Benutzer gehabt, die daran teilnehmen, dass für Firmen interessant sind, und ich habe auch keine Firma gefunden, die daran teilnimmt. Also ich würde mal sagen, ziemlich gefailt, dieser erste Ansatz. Was ist jetzt der zweite Ansatz?
Wir nennen das semantische Container. Die Überlegung war, wenn ich jetzt schon nicht Algorithmen zu mir in den Datentresor holen kann, vielleicht kann ich die Daten, die ich gesammelt habe, so verpacken und weitergeben, dass jemand anderer Geld dafür bietet. Es gibt aktuell den Data Market Austria, die genauso einen Marktplatz machen. Und die Art und Weise, wie man Daten weitergibt in diesen semantischen Containern, berücksichtigt folgende Sachen. Ich kann entscheiden, wer greift auf die Daten zu. Ich kann definieren, was mit den Informationen passieren darf, beziehungsweise ich weiß auch genau, was weiter passiert mit den Daten, ich kann das genau nachvollziehen. Ich kann all das, was passiert, lokal bei mir reproduzieren, kann man anschauen, okay, das und diese Schritte sind passiert, und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, wenn jemand auf diese Daten zugreift, er muss was zahlen dafür. Wie funktioniert das? Das ist jetzt nur erstens einmal knapp an der Zeit und wäre ein eigener Vortrag, den ich übrigens eben bei der MyData-Konferenz Ende August halten muss, allerdings wir sind noch ziemlich am Anfang. Prinzipiell, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist ein Docker-Container mit einer definierten API-Schnittstelle. In diesem Docker-Container ist eine semantische Beschreibung der Daten, die ich da jetzt in den Container reingepackt habe. Ich habe eine Datenbank, die diese Daten halten kann, und ich habe eine Logik da drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Datentresor habe, da sind alle meine personenbezogenen Daten oder sonstige Daten, die ich gesammelt habe, drinnen, kann ich da jetzt einen Container rausklonen. Das Besondere ist, der hat nicht die Daten, sondern der hat nur die Beschreibung, welche Daten ich weitergebe. Und die Programmlogik, wenn jetzt einer auf die API zugreift, sagt, okay, ich weiß, wo die Daten sind, nämlich in dem und dem Datentresor, aber sie sind nicht lokal gespeichert. Das heißt, er gibt die Anfrage einfach weiter. Dort kann ich dann, wenn ich jetzt bei meinem Datentresor kriege, jetzt die Anfrage, jemand greift, möchte darauf zugreifen, ich kann dann entscheiden, ja, ist eine gute Sache oder nein, ist keine gute Sache, und kann dann eben auch genau dort sagen, du bekommst diese Daten nur, wenn du mir so und so viel Geld zahlst. Zwei mögliche Beispiele, die das illustrieren sollen. Das eine ist, sagen wir, ich habe jetzt eine private Wetterstation daheim, sammelt dort Luftdruck, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Temperaturen, was der Teufel was. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich biete diese Daten, die jetzt lokal bei mir gespeichert haben, an, wenn das wer möchte. Der Erste, der darauf zugreift, muss, sagen wir, weiß nicht, 10 Cent oder was zahlen. Und dann gebe ich diese Daten weiter. Das heißt, ich hätte dann einen Container, den ich irgendwo von einem öffentlichen Marktplatz anbiete, Beschreibung meiner Wetterdaten, auch über die Qualität und so weiter, und eine Logik, die dann einfach weiter verbindet, wo sind denn die Daten wirklich gespeichert. Eine andere Möglichkeit, was ich machen kann, angenommen, ich habe jetzt da irgendjemanden in meiner Familie mit einer Erbkrankheit, das AKH macht jetzt da eine Studie, ich möchte jetzt meine Daten spenden, dann kann ich sagen, okay, ich beschreibe jetzt, welche Daten, zum Beispiel mein Gangbild, meine Herzfrequenz oder sonst etwas, packe das jetzt in den Container rein und sage, das darf aber wirklich jetzt nur vom AKH verwendet werden und darf für diesen Zweck verwendet werden. Wie man jetzt genau diese Absicherung macht, ist jetzt eine eigene Geschichte, aber prinzipiell, es kann abgebildet werden, indem ich semantisch beschreibe, welche Daten drinnen sind und was damit gemacht werden können. Und die Logik, die das Ganze sicherstellt. Gut, das war semantische Container. Falls, das ist ein relativ junges Konzept, falls du wer diskutieren möchte, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende der Zeit. Ich mache jetzt schon Schluss mit der Präsentation, kurze Zusammenfassung noch. Eine Frage noch. Ja. Läuft da schon, sind da Kunden schon drauf, kann man das schon monetarisieren? Aktuell sind wir gerade dabei, eine Kooperation mit der ZAMK aufzusetzen und Wetterdaten genauso zur Verfügung zu stellen. Also es ist jetzt nicht nur bezogen auf personenbezogene Daten, sondern da kann ich alle Daten, die wir zur Verfügung stellen. Wir bauen jetzt, wir haben eine API-Dokumentation, wir haben semantische Beschreibungen definiert, also Ontologien definiert. Wir sind gerade dabei, dass wir das bauen. Wenn irgendwer Interesse hat, bitte sprecht es mir drauf an. Okay. Ich lege da nicht gleich ein Ding auf. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man Daten bereitstellt, und das ist gerade ein sehr heißes Forschungsthema überhaupt. Okay. Also vor allem auch, nämlich die, wie kann ich einschränken, dass dann mit irgendjemand was Böses damit macht. Das ist eigentlich das Spannende. Und auch, wie wir das adressiert haben. Nur ganz kurz noch das Werbekonzept. Hat sich jetzt das seit dem Vortrag in der OCG verändert, oder? Was war denn das Werbekonzept bei der OCG? Was damals eben präsentiert hast. Ja, also das hat man herausgefunden, das funktioniert überhaupt nicht, dass jetzt der Firmen ihre Algorithmen bereitstellen. Ja. Das habe ich einfach abgedreht. Also ich habe keinen gefunden, der das machen wollte. Versicherung, sondern das Ganze, das. Nachdem ich keinen gefunden habe, habe ich es jetzt nicht mehr weiterverfolgt. Ich habe dann einige Zeit darüber nachgerührt, und es ist halt eine Idee, und ich musste mich wirklich erst sehr langsam gewöhnen. Ja, also ich habe jetzt gesagt, es ist zu kompliziert für die Leute. Ich glaube, wir sind im Privatbereich noch nicht so weit, dass man das machen kann. Ich glaube, Firmen machen das bereits. Das ist eindeutig zu hoch. Ja.
Definitiv. Also ich habe auch noch keinen guten Weg gefunden, das wirklich den Leuten so zu vermitteln, dass es, so funktioniert das. Weil ich denke, das Kernproblem ist halt nach wie vor, so wie ich damals schon gesagt habe, wenn ich eine Werbung haben will, also dann will ich ja als Produkt schon haben, dann suche ich mir das eh schon gezielt raus und suche nicht nach einer Werbung, wie es Produkt. Ja, sie brauchen nicht noch einen zusätzlichen Kanal, der man Werbung gibt. Das ist eigentlich ein Umweg, ja. Aber vom Grundgedanken, wie gesagt, wenn man mal länger darüber nachdenkt. Ich glaube, es ist schon was dran, aber den Hebel habe ich definitiv noch nicht gefunden. Du hast noch eine Frage, bitte. Nur anmerken, was glaube ich noch ein Problem werden kann, abgesehen davon, was die Firmen nicht machen wollen und aktuell nicht anwenden, mit den Containern, ist, dass die Firmen dem Container vertrauen müssen, dass sie die Blackbox, die sie geliefert haben, so wie sie beschrieben ist, exekutiert. Mhm. Zum Beispiel auch, ja. Und das ist ein schwieriges Problem. Ja, definitiv. Also durch die Blockchain haben wir das jetzt ein bisschen abgedeckt, dass wir gesagt haben, eigentlich, ich kann ein bisschen nachweisen, dass die Daten stimmen, aber es sind noch zu viele offene Fragen. Ja, die Berechnung kann manipuliert werden. Ja, zum Beispiel. Und wenn es nur ist, dass jemand an der Gleitkommaoperation hat. Definitiv. Ich werde jetzt auch keine Garantie über die Hardware. Wenn ich das irgendwie manipuliere, da kann alles rauskommen. Ja, und die Berechnung kann auch so manipuliert werden, dass sie andere Daten verwendet, als die, die in der Blockchain gespeichert sind. Es ist alles möglich. Also daher glaube ich auch, dass der bessere Weg ist, einfach zu sagen, einen sicheren Weg, Daten weiterzugeben, ist glaube ich der bessere Ansatz. Wenn sie draußen sind, sind sie draußen. Ja, allerdings, ich kann jetzt darauf beharren, dass ich sage, ich verwende nur, wenn ich jetzt wirklich die Daten der Blockchain habe, wenn ich jede Verarbeitung in der Blockchain habe, kann ich wirklich nachvollziehen. Und wenn jetzt Sachen passieren, die jetzt nicht dem entsprechen und jemand macht das, sage ich, okay, wenn das nicht meinen Anforderungen genügt, akzeptiere ich diese Ergebnisse nicht. Also das ist jetzt dann eine weitere Geschichte. Bitte. Eine Datenschutzfrage, weil du das Beispiel gebraucht hast mit den Wetterdaten oder Wetterstationen. Es gibt da verschiedene Daten, die geokodiert werden können, das heißt, über Pollenallergie-Messstation oder sonstiges. Ich brauche da keinen Namen dazu, aber wenn ich halt die Koordinaten auch freigebe, kann ich halt mit Reverse Geocoding oder irgendwas die Adresse rausfinden und dann schicke ich dem jede Woche einen Prospekt über Wetterstationen. Ja, auf der anderen Seite, da gibt es halt jetzt schon Sachen wie Differential Privacy, dass ich das Ganze mit Fehler versehen kann, dass ich einfach nur sage, okay, wenn ich jetzt in einem Ort bin mit 12.000 Einwohnern wie Bad Vöslau, mache ich das Ganze einfach so groß, dass ich jetzt nicht mehr die Adresse drauf rückschließen kann, sondern dass es einfach nur irgendwie in einem Raster irgendwo ist. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo in Tirol bin, wo 5 Kilometer kein weiteres Haus ist oder so, und ich sage, das war in dem Raster, weiß ich trotzdem, dass der das ist. Du musst entsprechend das Raster wieder größer machen. Aber da gibt es schon Lösungen dafür. Eine Lösung, die ich ganz interessant gefunden habe, weil ich benutze eine Garmin-App und eine Garmin-Uhr zum Laufen und so, und natürlich ist das auch Community-Basis und die Laufstrecken werden noch mehr oder weniger freigegeben, aber es anonymisiert ist. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, gut, von meinem Standort verschleiern wir 1 Kilometer Umgebung. Genau, ja. Somit weiß ich keiner, wo in dem 1 Kilometer Umkreis eigentlich weglaufe. Genau, so. Ja. Also du sagst einfach einen fixen Fehler, den du zufällig bei jedem Lauf machst. Damit hast du fix deine Daten, wie weit bist du gelaufen, aber kein anderer kann irgendwie daraus schließen, wer du bist. Genau. Differential Privacy. Ja. Okay, ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende der Zeit. Datenplattform steht zur Verfügung, wenn es jemanden interessiert, OnYourData, also beta.onyourdata.eu bzw. datafold.eu, könnt ihr es gerne ausprobieren. Wir haben einiges über Security gemacht. User Experience haben wir komplett umgedreht seit der ersten Iteration und wir denken immer noch ganz stark nach Kommerzialisierung. Wir können diese semantischen Container funktionieren. Wenn es jemanden interessiert, ich habe hier eine Newsletterliste, noch nicht DSGVO-konform, aber ich habe noch 10 Tage Zeit, nach 20 Tage sogar, und ich lege ein paar Visitenkarten von mir auf. Wenn jemand Interesse hat, bitte sprecht es mir einfach an. Würde mich sehr freuen über Feedback. Ganz ist ein Open Source Projekt, also jedes herzlich willkommen. Auch wie gesagt, nur mit Feedback. Ein bisschen OnYourData weiterzubringen. Sonst vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat wieder viel Spaß gemacht. Noch einen interessanten Tag euch.